Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Schneider und ich freue mich riesig, dass du dich für das MBSR Online-Training interessierst. Ich möchte dir jetzt gerne ein paar Informationen geben, was da in den nächsten Wochen auf dich zukommen kann in diesem Programm, so dass du eine Idee bekommst, ob das etwas und für deine Situation ist. Okay? Also, legen wir los. Fangen wir erst einmal mit diesem Begriff an. Was ist MBSR? Was verbirgt sich dahinter? MBSR ist das Kürzel für Mindfulness-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion auf Deutsch. Es ist ein 8-Wochen-Training basierend auf Meditation, achtsames Leben, Yoga, achtsames Yoga und eine Körperreise genannt Bodyscan, das sind die formalen Übungen, und eine Achtsamkeitsschulung im Alltag. Es geht darum, unsere Stressprozesse kennenzulernen, sichtbar zu machen und dann daraufhin die Achtsamkeitsübungen anzuwenden und zu lernen, mithilfe der Achtsamkeit unseren Umgang mit Belastungssituationen entsprechend anzupassen, so dass sie konstruktiver werden. Du hast vielleicht jetzt schon in deinem Leben entdeckt, dass du in manchen Situationen an deine Grenzen kommst. Normalerweise regeln wir Dinge. Das heißt, es passiert etwas und wir versuchen, damit umzugehen, indem wir Dinge organisieren, vielleicht Listen schreiben, unseren Tag organisieren, Arbeitsaufgaben organisieren oder delegieren. Und manchmal oder in vielen Fällen hilft das, aber nicht immer. Manchmal haben wir es mit inneren Prozessen zu tun, das heißt Prozessen unseres Denkens und Fühlens. Und vielleicht haben wir auch eine, sagen wir, nicht ganz angemessene Brille auf die Welt, auf das, was wir Wirklichkeit nennen. Und zunehmend wird es uns bewusst, dass wir vielleicht Dinge etwas anders sehen als unser Umfeld. Nun, Stress und wie wir die Dinge empfinden, ist sehr individuell, genauso wie unsere Brille. Diese Brille ist oft geprägt durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Erziehung, ja, und auch manchmal ein bisschen das, was wir Persönlichkeit nennen. Die einen sind vielleicht etwas aufbrausender von ihrer Persönlichkeit und die anderen sind eher etwas gedämpfter. Und dazwischen gibt es ein Riesenfeld an Möglichkeiten. So, und manchmal kommen wir in unserem Leben in Situationen, wo wir feststellen, dass wir mit unseren herkömmlichen Strategien, mit Belastungen umzugehen, nicht mehr so ganz klarkommen oder wo es irgendwie nicht mehr ganz ausreicht. Ja? Und dieses MBSR-Programm zielt darauf ab, unsere innere Landkarte und wie wir reagieren, besser kennenzulernen. Und durch die Übungen der Meditation und der achtsamen Körperarbeit lernen wir auszusteigen aus zum Beispiel Grübelprozessen. Wir lernen mit dem, was ist, mehr in den Kontakt zu kommen, statt uns sofort in Interpretationen hineinzubegeben und die unsere Sicht auf die Welt eher verzerren. Wenn uns das nicht bewusst ist, dass wir gerade durch unsere eigene persönliche Brille die Situation betrachten, können wir nichts verändern. Ja, dann halten wir das, was wir sehen, für die Wirklichkeit. In dem Moment, wo wir jetzt uns einer Achtsamkeitsschulung anheimgeben, werden wir mehr erkennen, wie wir filtern, wie wir wahrnehmen, was wir denken, was wir fühlen. Und dann bekommen wir eine Handlungsgrundlage, mit den Dingen auf eine neue Art und Weise, auf eine bewusste Art und Weise umzugehen. Dadurch regeln sich viele Situationen eigentlich von selbst, ja, weil wir eben nicht mehr so aufbrausend sind, weil wir die Dinge wirklich so sehen, wie sie sind und nicht, wie wir denken, wie sie sein sollten oder wie wir meinen, wie sie sind. Dadurch entstehen ja oft Missverständnisse und diese Missverständnisse entstehen zunehmend nicht mehr, ja. Und wir lernen, mehr für uns zu sorgen. Wir lernen auch unsere Grenzen und körperliche Verfassung besser wahrnehmen zu können und entsprechend daraufhin eben auch unsere Grenzen zu vertreten. Du lernst in diesem Programm, wie du dich selber fokussieren kannst, wie du immer wieder auch aus unguten oder nicht hilfreichen Gedankenprozessen aussteigen kannst. Ja, auch insbesondere, wenn man nachts zum Beispiel anfängt zu grübeln, ist das sehr hilfreich, das dann stoppen zu können. Und das wirst du lernen.
Und du lernst deinen Körper wie ein Barometer zu nutzen, sodass du deine Körperempfindung wahrnimmst, dass du mitbekommst, wie dein Körper reagiert. Und der zeigt nämlich sehr schnell, wann wir gestresst sind. Und je früher du das merkst, umso leichter kannst du sofort für diese Situation sorgen. Manchmal, wenn wir das nicht mitbekommen, dass wir gerade in eine Stresssituation kommen und sie baut sich mit der Zeit auf, und dann merken wir plötzlich, wow, wir sind gestresst, das ist gerade ganz schlimm, dann ist es oft viel schwieriger, mit der Situation umzugehen, als wenn sie noch so ganz am Anfang ist. Und das ist unser Ziel, dass wir also sehr früh mitbekommen, was passiert, wenn sich etwas verändert, und dann sofort auf eine leichtere Art und Weise lernen, damit umzugehen. So, es ist ein Training über 8 Wochen. Bitte verstehe es nicht als Entspannungstraining, denn das wird es nicht sein. Es ist vielmehr ein Training deiner Aufmerksamkeit, deiner Fokussierung, deiner bewussten Wahrnehmung und ein Ausprobieren von alternativen Handlungsmöglichkeiten. Ja? Und es ist richtig ein Training wie Sport. Wenn du Sport kennst, wenn du selber Sportler bist oder auch gerne Sport machst, weißt du, was ich meine. Wir brauchen immer ein bisschen Training und Einsatz, damit Dinge in unser Leben kommen, die vorher nicht da waren. Ja, wenn wir uns neue Fertigkeiten aneignen wollen, dann braucht es von uns ein bisschen Ausprobieren, Einlassen und Training und Üben. Ja, und das wird ein großer Bestandteil sein von diesem Training. Du wirst immer wieder jede Woche eine Einheit haben, wo ich dir Dinge erkläre, entweder per Video oder auch per Audio. Nicht immer ist es notwendig, dass du mich siehst, insbesondere in Übungen, wo du eh die Augen zumachst. Da habe ich dir dann Audios zugepackt. Und in Situationen, wo es vielleicht wichtiger ist, dass du mich siehst, wirst du Videos haben. So, und dann wird das ein guter Wechsel sein, sodass du organisch mit dem Material arbeiten kannst. Du bekommst von mir alle Informationen, die du brauchst. Wir klären den Begriff der Achtsamkeit. Was ist das? Wir schauen uns an, wie unser Geist funktioniert, wie sich Stressprozesse aufbauen. Und du lernst die Übungen Meditation, Yoga und Bodyscan kennen, mit denen du dich darin trainieren kannst, deinen Fokus zu halten, deinen Körper wahrzunehmen und deine Stressprozesse gedanklicherseits und auch emotional zu erkennen und angemessen damit umzugehen. Ja? Du wirst formale Übungen haben, das ist Yoga, Meditation, Bodyscan, das machst du auf deinem Meditationsplatz oder auf der Yogamatte. Und du wirst Übungen für den Alltag haben, denn das Ziel ist, dass du deinen Alltag achtsam lebst. Ja? Und da wirst du ganz konkrete Aufgaben bekommen, die du im Alltag ausprobieren kannst, ausführen kannst, üben kannst, sodass du richtig in eine Gebrauchsachtsamkeit hineinwächst. Es bringt nämlich nichts, dass du nur auf dem Kissen oder auf der Matte dich wohlfühlst und da ganz gesammelt und präsent bist und in deinem Alltag dann alles vergisst, weil wir machen dieses Training nicht für das Meditationskissen, sondern wir machen dieses Training für deinen Alltag, ja? Und so wird wirklich ein Schuh draus. Du kriegst so richtig durchgearbeitete, geackerte Gebrauchsachtsamkeit, sodass du in deinem Leben dich anfangen kannst zu steuern und dein Leben achtsam leben kannst und damit eben auch stressfreier leben kannst, ja? Der Unterschied zu einem Entspannungstraining, zu einem Achtsamkeitstraining ist der, dass wenn wir im Entspannungstraining auf die Matte gehen, dann geht es wirklich ganz konkret erstmal nur um Entspannung, ja? Es werden Übungen gemacht, wo du in die Entspannung geführt wirst. Im Achtsamkeitstraining geht es darum, die Achtsamkeit zu trainieren. Und das ist eigentlich eher sagen wir so, durch die Hintertür entspannt, ja? Und zwar dann, wenn wir unseren Stressprozessen nicht mehr folgen. Wir lernen, den Dingen nicht mehr zu folgen. Unsere Affenhorde im Kopf ein bisschen zur Ruhe zu bringen und denen ein bisschen Manieren beizubringen, dass sie nicht auf alles direkt anspringen und aus allem Drama machen und rumkreischen. Ja? Stell dir das bitte mal so vor. Sondern wir lernen, aha, das sind Affen, das machen sie, und dann kommst du wieder in den Kontakt mit dem, was ist. Und das Jetzt ist oft wesentlich undramatischer, als wir denken, was es ist. Ja? Also unsere Affenhorde kreischt und zetert über das Jetzt und erzählt uns ganz tolle Geschichten. Aber das, was wirklich ist, jenseits der Affenhorde, wenn die mal ruhig sind, dann kommen wir in den Kontakt mit den Fakten, mit dem, was ist. Und das ist häufig
gar nicht mehr so dramatisch. Ja, die Affen, die machen alles schlimmer. Und wir lernen, aus dieser Affenhorde rauszukommen und die Affen auch ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Und sie lernen dann auch nicht mehr so auf alles anzuspringen. So, und dann dadurch entsteht Gelassenheit. Dadurch entsteht ein Gefühl von innerer Ruhe und du bist gesammelt dann zum Schluss und du kannst den Fokus halten. Du entscheidest selber, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Ja, du bist also nicht mehr diesen Affen im Kopf total ausgeliefert. Ja, so die ziehen jetzt nicht die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit, sondern du weißt, da will ich meine Aufmerksamkeit haben und ihr haltet jetzt die Klappe. Mal jetzt so ein bisschen bildhaft gesprochen. Ja, vielleicht kannst du was damit anfangen. Das ist übrigens das, was du häufig erleben wirst. Ich habe immer wieder eine bildhafte Sprache. Ich versuche dir das auf diese Art und Weise auch ein bisschen nahe zu bringen. Und das Thema ist wirklich sehr saftig. Es hat viel mit unserem Alltag zu tun. Und du sollst wissen, dass all das, was ich dir hier vermittle, selber kenne. Ich wende es selber in meinem Leben an. Ich habe selber eine Menge extreme Krisen hinter mir. Es gibt immer wieder auch Situationen in meinem Leben heute, die habe ich mir so nicht ausgesucht, die sind aber trotzdem da. Du kennst das. Welt passiert, Leben passiert. Da wird auch die schönste Meditation nichts dran ändern können, ja? Und darum geht es auch nicht. Das, was die Meditation und das Training in Achtsamkeit uns wirklich geben kann, ist, egal was passiert, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Wir lernen, uns zu fokussieren, wir lernen, es zu halten, wir lernen, nicht ins Drama zu gehen, wir lernen, da durchzugehen und die Dinge auf den Weg zu bringen und konstruktiv und klar damit umzugehen. Ja? Das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen und du wirst auch im Laufe des Trainings mitbekommen, ich erzähle immer mal wieder so kleine Anekdoten, dass du dich selber auch darin erkennen kannst. Ja? Vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe eine Reihe an Büchern geschrieben. Für dieses Training gibt es ebenfalls ein Buch. Das ist dieses hier, Stressfrei durch Meditation, das MBSR-Kursbuch nach der Methode von Jon Kabat-Zinn. Hier findest du das komplette Training in Buchform von mir geschrieben. Und das ist das Buch, was ich dir auch empfehle oder nicht nur empfehle, sondern du brauchst dieses Buch für dieses Training, ja? So dass du zwei Sachen hast. Du kannst lesen, bekommst darüber deine Informationen und du hast hier die Einheiten und du bekommst von mir da direkt auch Informationen. Und um Teilnehmer von mir zu zitieren, Maren, mit diesen beiden Sachen haben wir das Beste aus beiden Welten. Im Unterricht erzählst du uns direkt Dinge aus dem richtigen Leben und lebendig, worum es geht. Und in dem Buch steht noch eine Menge Wissenswertes drin, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich bin jetzt kein Buch. Wenn ich unterrichte, ich lies das Buch. Ich bin kein Buch. Ich unterrichte so, wie mir der Schnabel jetzt gewachsen ist und aus der Lameng. Und du wirst so mit beidem Haar alles haben, was du wirklich gut brauchen kannst. Du hast lebendige Unterrichtsform und du hast das Buch. Besorg dir das Buch und da sind auch zwei CDs dabei. Ja, da sind die Übungen drauf gesprochen. Und diese, nicht jeder hat noch heute ein CD-Laufwerk. Diese Tracks von den CDs, das sind die Übungen, die du in den Wochen machen wirst, eine nach der anderen, werde ich dir aber noch erklären. Diese Übungen hast du auch noch mal im YouTube in einer Playliste, ja? Und du wirst im Kurs, jetzt hier im Online-Bereich, wirst du jede Woche auch live gesprochene Übungen haben, so dass du einfach mal wählen kannst, mit welchem Material möchtest du arbeiten. Mit dem live gesprochenen, wo du vielleicht eher das Gefühl hast, selber angesprochen zu werden, oder mit den CD-Tracks oder YouTube-Tracks, die sind in Studioqualität. Und da rede ich dich allerdings mit Sie an. Manche mögen das, manche mögen das nicht. Du hast einfach jetzt mit dem Material die Wahl. Du bekommst ganz viel Material, mit dem du üben kannst. Und dieses Material steht dir für immer zur Verfügung. Ja? Du hast, wenn du diesen Kurs machst, hast du einen Online-Zugang und da steht das Material drin und du hast solange es überhaupt diese Internetplattform gibt, hast du Zugang drauf. Und sollte ich mal die Plattform wechseln müssen,
Dann wirst du von mir eine E-Mail bekommen oder wenn du keine E-Mail bekommen hast, mein Gott, wir gucken ja nicht immer alle in unsere E-Mails, du kannst dich jederzeit wieder mal melden und dann bekommst du einen neuen Zugang und dann kannst du wieder auf das Material zugreifen. Ja, also das Material steht dir für immer zur Verfügung. Du kannst immer diesen Kurs wiederholen. Du kannst während deines Jahres immer mal wieder zwischendurch auf die Tracks zugreifen, wenn du vielleicht in eine Lebenssituation kommst, wo du denkst, wow, okay, da war doch was, ne? Was hat die Maren denn erzählt, was war denn da in dem Kurs, da war doch was, dann gehst du einfach wieder da rein, hörst dir das an, schaust dir das an, machst die Übungen mit und so hast du immer auch ein lebendiges Üben. Ja? MBSR und Achtsamkeit sind ein Lebensprojekt. Wir beginnen jetzt erst einmal 8 Wochen überhaupt die Praxis aufzubauen. Du bekommst alles, was du dafür brauchst, alle Erklärungen, alle Übungen und einen Hausaufgabenplan, wie du das Ganze im Alltag dann umsetzt. Und du bekommst ein Journal, wo du damit auch so ein bisschen deine Erfahrungen nachhalten kannst. Du kannst dir alternativ aber auch einfach ein Tagebuch zulegen, gar kein Problem. Ja, das soll einfach nur eine Unterstützung sein für deinen Prozess. Und nach diesen 8 Wochen ist es wichtig, weiter zu trainieren. Ja, danach ist vielleicht noch nicht alles gut und es geht auch nicht darum, dass alle deine Sachen weg sind. Ja, mit MBSR oder mit Achtsamkeit zaubern wir nicht die Dinge weg. Wir lernen hauptsächlich mit den Dingen zu sein und umzugehen. Wenn du gerade Schmerzen hast oder irgendeine Erkrankung, heißt es nicht, mach diesen Kurs und danach ist alles weg. Ja, ich weiß, dass das ab und zu als Erwartung da steht, deswegen sage ich dir das. Nee, es kann sich zwar verbessern, weil der Spannungszustand unseres Körpers sich etwas entspannt. Ja, und damit werden auch Schmerzen oft leichter und auch das Immunsystem wird gestärkt. Es kann zu Verbesserungen kommen, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass nach dem Training alles weg ist und alles gut ist und alles total gesund ist. Und es bedeutet auch nicht, dass du nie wieder Stress haben wirst. Das gehört mit zum Leben dazu. Wir lernen, mit den Dingen umzugehen. Was du brauchst, ist jeden Tag 1 Stunde für dich Zeit, denn dieses Training basiert auf diesem täglichen Üben. Ja, das ist wie, als wenn du ein Jogging-Training machst, um Kondition aufzubauen und du hast vielleicht jetzt eine Trainingsform, wo du das jeden Tag machen solltest, damit was draus wird. Ja, genauso bitte sieh das Training jetzt hier. Das ist über 8 Wochen, jeden Tag 1 Stunde. Diese Stunde ist oft auch splittbar, weil du oft 2 Komponenten an formalen Übungen haben wirst, wie die Meditation und eine achtsame Körperarbeit, wie Yoga oder Bodyscan. Und du kannst beides an unterschiedlichen Tageszeiten machen. Du kannst das eine morgens machen zum Beispiel und das andere abends, ja, oder am Nachmittag, wann immer du Zeit hast. Und für die Zwischenzeit gibt es Alltagsübungen, sogenannte informelle Übungen, die du während deines Tages ausprobieren kannst und umsetzt. Ja? Da kreierst du oder da trainierst du dich in achtsamem Leben. Und die formale Praxis ist wie dein Joggingtraining oder ein Krafttraining, was du machst. Ja? Das ist das formale Training. Daran stärkst du deine Achtsamkeitsmuskeln, deine Fähigkeit, dich zu fokussieren, zu konzentrieren und mit den Dingen umzugehen. Und die Umsetzung findet dann wieder im Alltag statt. So, und dann hast du nämlich eine richtig gute Gebrauchsachtsamkeit und damit kann man richtig was machen. Ja? Also es ist ein Lebenstraining, was wirklich auch dein Leben verändern wird, das sollte dir klar sein. Das heißt, wenn du die Dinge machst, werden sie Konsequenzen haben. Manchmal ist die Konsequenz Ruhe. Manchmal kann es aber auch sein, dass du, sagen wir so, nicht mehr einfach für alles zu haben bist und das mag dein Umfeld vielleicht nicht immer so. Ja? Es kann also auch sein, dass du ein bisschen Schwierigkeiten darüber bekommst, weil du vielleicht nicht mehr so bekömmlich bist für andere. Und das ist aber gut, ja? Weil manchmal tun wir mehr als notwendig oder nehmen noch die ganzen Baustellen von anderen an und überfordern uns damit. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich höre das immer mal wieder und ja, ich kenne das oder kannte das auch. Kannte, echt, das kann ich jetzt sagen. Von daher weiß ich, wovon ich rede. Und das kann sein, dass wenn du achtsam bist, dass du plötzlich weißt, okay, das ist nicht meine Baustelle, nicht meine Affen. Ich kümmere mich jetzt um meins
Und dann muss jemand anders dann für sich arbeiten. Ja? Und das kann einen kleinen Konflikt provozieren. Das ist aber ein heilsamer Konflikt. Ich sage dir das nur, damit du vorbereitet bist, dass wenn du dieses Training machst, werden sich ein paar Sachen bei dir verändern und automatisch eben auch, wie du in die Welt wirkst. Ja? Meistens macht die Familie und das Umfeld, die Kollegen, dieses Training automatisch mit. Es kann sein, dass du im Laufe der Zeit auch angesprochen wirst, was du gerade irgendwie machst. Du wirkst vielleicht etwas verändert im positiven Sinne. Also die Feedbacks sind oft positiv, aber eben natürlich für Leute, die gerne die Sachen abgegeben haben an dich, ist das möglicherweise erstmal nicht so positiv. Ja? Aber es ist für dich gut, weil du kommst damit dann wieder in deine Kraft und deine Grenze und du kannst damit auch das aktive Stressbewältigung, nicht immer die Sachen von anderen zu übernehmen. Ja, also da kann dir das Training auch total helfen. Du brauchst ein bisschen Eigendisziplin. Dieses Training fordert von dir, gerade weil es auch ein Online-Training ist, dass du eigenmotiviert bist, ja, dass du Lust hast, dich einzulassen, dass du dich auch organisieren kannst, dass du bereit bist, wirklich auch zu üben, zu reflektieren und das Ganze mit dir auszumachen, ja. So, das ist ein Online-Training. Du wirst zwar ganz viel das Gefühl haben, ich bin richtig da, ja, wir sind in einer sehr persönlichen Beziehung. Dennoch bist du bei dir in deinem Leben und ich bitte dich wirklich, achte auf dich. Mach nichts mit, wo du das Gefühl hast, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich nicht gut an. Du bist in diesem Training frei. Du musst auch auf dich aufpassen, ja. Du bist für dich verantwortlich. Und ich muss sagen, dass dieses Training nicht für jede Lebenssituation geeignet ist. Das solltest du auch wissen. Ja? Dieses Training ist geeignet, wenn du einen mittelgradigen Stresslevel hast, weil dann ist dein Hirn noch einsatzfähig und kann die neuen Sachen aufnehmen. Wenn du stark gestresst bist und gerade in einer totalen Chaos-Situation, da hast du nicht mehr den Kopf, dich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen. Und du musst jetzt erstmal etwas lernen, um es später anwenden zu können. Ja? MBSR ist kein Akutprogramm. Heißt, wenn dein Leben gerade total in Fetzen liegt und du überhaupt keinen Raum und keinen Kopf hast, etwas Neues zu lernen und auch ein Risiko einzugehen, mal Neues auszuprobieren. Risiko hört sich jetzt dramatisch an, aber es ist ja, es destabilisiert uns auch ein bisschen erstmal, was Neues auszuprobieren. Wenn du vielleicht mal deine Grenze vertreten musst, hey, das macht Angst, ja? Und wenn wir eh schon total gestresst sind und ängstlich sind, dann werden wir diese Hürde nicht nehmen. So, und dann macht es keinen Sinn und es würde dich total überfordern. In dem Fall würde ich sagen, warte ein bisschen ab. Guck mal, sprich vielleicht mal mit deinem Hausarzt oder sprich mal mit einem Therapeuten, ob er dich in dieser Zeit oder sie dich in dieser Zeit auf eine andere Art und Weise unterstützen kann. Manchmal braucht man auch erstmal andere Maßnahmen. Ja? Das kann ich jetzt für dich nicht entscheiden. Bitte suche jemanden auf, der sich damit auskennt, mit dem du richtig sprechen kannst. Und wenn du dann wieder ein bisschen in die Stabilität gekommen bist und du merkst, okay, jetzt habe ich wieder Kopf frei, ich habe Lust darauf, ich kann auch wieder ein Buch lesen, weil daran kannst du es auch erkennen, kannst du dich noch so einigermaßen konzentrieren. Du brauchst auch eine normale Konzentrationsfähigkeit. Und wenn wir stark erschöpft sind in einem Burnout, und ich weiß, wovon ich rede, dann können wir manchmal auch uns gar nicht mehr so konzentrieren, dass wir Dinge aufnehmen können. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass du ein Buch liest und immer wieder liest, aber der Inhalt kommt nicht an. Dann ist dieses Training definitiv zu viel, weil du bekommst wahnsinnig viel Inhalt, du bekommst unglaublich viel Input und das muss verarbeitet werden. Ja? So, mach es nicht in einer Krisensituation, da bist du mit der Krise ausreichend beschäftigt, lass die abklingen, dann kannst du das machen. Du kannst das super als Prophylaxe machen. Ja, gerade dieser Online-Kurs bietet sich sehr an als Stressprophylaxe, um nicht in eine Krisensituation oder mit einer Krisensituation überfordert zu sein. Es bietet sich super nach einer Krise an, damit du wieder in die Puschen kommst, in deine Kraft kommst. Und dann eben auch wirklich mit den Dingen zukünftig besser umgehen kannst. Ja? Bitte mach es nicht bei einer psychischen Erkrankung wie einer Depression. Ja? Das kann sich verschlimmern.
Ich weiß auch hier, wovon ich rede, aus eigener Erfahrung und eben auch mit der Erfahrung in der Praxis. So, bitte nicht, da gibt es andere Formen, auch hier direkt zum Therapeuten bitte und zum Arzt. Wenn du andere psychische Erkrankungen im psychotischen Bereich hast, ist Meditation, Achtsamkeitstraining im Alleingang gar nicht geeignet. Ja? Bitte nur mit einem Therapeuten. Ich meine das ernst, weil hier sind noch andere Prozesse im Werk und gerade in Krisensituationen, gerade bei psychischen Schwierigkeiten, mach nichts alleine. Ich habe es dir auch noch mal unten auf die Website geschrieben. Mach es nicht alleine, mach es gar nicht, wenn nur mit einem Therapeuten in Zusammenhang. Okay? Das ist mir sehr wichtig, denn wenn du was machst, wenn du dieses Training machst, soll es dir helfen und nicht genau das Gegenteil. Ja? Aber wenn du einfach im normalen Stresslevel bist, ja, es ist dir alles zu viel, du musst was dran ändern, du grübelst viel, aber du bist jetzt so im normalen Stress, dann ist es super geeignet. Wenn du keinen Kopf hast, dich nicht mehr konzentrieren kannst, tiefst erschöpft bist, in einer Traumatisierung bist oder in einem noch nicht abgeschlossenen Trauerprozess, dann ist MBSR nicht geeignet. Okay? Das war mir sehr wichtig, dass du das weißt. Warum ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen, Achtsamkeit schaut hin. Und macht Dinge sichtbar, macht Prozesse sichtbar. Und die ersten 3 bis 4 Wochen, das ist jetzt nicht wirklich werbewirksam, aber du sollst das wissen. Ich muss dir auch nichts verkaufen hier, sondern ich will, dass wenn du dieses Programm machst, dass es dir hilft. In den ersten 3 bis 4 Wochen wirst du ein bisschen eine Erstverschlimmerung wahrnehmen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass die Praxis wirkt, dass du achtsamer wirst, dass du mehr mitbekommst. Die Erstverschlimmerung bedeutet, dass dir mehr bewusst wird, was du tust, dass dir mehr bewusst wird, was du vielleicht gedacht hast, was du schon könntest, was aber noch nicht ganz so läuft. Ja? Wir kommen aus einer Ignoranz, das kommt halt manchmal vor, dass wir nicht immer alles auf dem Schirm haben, auch bewusst, wir gerne die Dinge verdrängen und die Achtsamkeit hebt das Deckelchen. Ja? Und dann kannst du deinen Kladderadatsch nämlich sehen und das ist nicht immer lustig. Ja, und damit brauchst du, brauchst einen Puffer von Nervenstärke, dass du damit umgehen kannst. Ja, wenn du eh schon das Gefühl hast, oh mein Gott, das ist alles viel zu viel und dann kommt noch die Erstverschlimmerung, ey, dann liegst du da nieder. Ja, und das will ich nicht und das macht keinen Sinn und dann funktioniert das auch nicht, dann kannst du es lassen. Ja, deswegen, wenn du mittelgradig gestresst bist, ich mache jetzt mal ein Bild, ja, wenn du bis hierhin in deinem Stresssaft sitzt, ja, ist okay, dann hast du nämlich noch ein bisschen Spiel, aber wenn du bereits hier bist, du säufst ab, ja, das möchte ich nicht, okay? So, jetzt habe ich dir ein bisschen Angst gemacht, ganz bewusst, ja, wie gesagt, ich will dir hier nichts verkaufen. Ich weiß aus eigener Erfahrung und aus der ganzen Erfahrung aus den 17 Jahren, mit Patienten, dass es wirkt, wenn die Bedingungen gut sind. Wenn du dich einlässt, wenn du es machst, wenn du übst, wenn du motiviert bist, an deinem Stress wirklich was zu tun. Ja? Es ist kein Programm, was man einfach nur ein bisschen konsumiert und dann wird das schon. Nee, dieses Programm basiert auf deinem Tun und deinem Lassen. Ja? Und dann funktioniert das super. Und das, was du da erfährst, das wird dir niemand mehr nehmen können und das wird dir in jeder Situation zur Verfügung stehen, wo du merkst, dein Leben geht irgendwie gerade in Fetzen oder es geht dir nicht gut oder es kommt eine Erkrankung, ein Schicksalsschlag, irgendwas ist ja immer und dann weißt du, wie du damit umgehst. Wir brauchen manchmal ein bisschen Zeit, um uns neu zu orientieren, das geht mir genauso, ja. Ich bin nicht erleuchtet, auch wenn ich das schon lange mache, ich bin jetzt, genau, seit 23 Jahren praktiziere ich das jetzt, ja, so, und es ist also gut durchgeackertes Material und das werde ich dir auch in diesem Kurs alles vermitteln. Ich versuche auch immer transparent zu sein und ich werde nie irgendwie tun, als wenn ich das alles schon könnte. Nee, ich sitze hier als Mensch, als Maren
Und manchmal habe ich auch hängende Öhrchen. Und es geht aber nicht darum, jetzt nur hängende Öhrchen zu haben. Das ist normal. Mal haben wir gute Zeiten, mal haben wir nicht so gute Zeiten. Aber was machen wir damit? Und da meine Erfahrung, die Achtsamkeit hilft, mit jeder Zeit gut umzugehen, so dass es was für uns beinhaltet. Ja, jede Zeit beinhaltet etwas. Und nicht umsonst gibt es so tolle Kalendersprüche. Die möchte ich jetzt aber nicht zitieren. So, jede Zeit beinhaltet etwas für uns. Wir können alles auf den Weg bringen mit Hilfe der Achtsamkeit. Und du bekommst in diesem Kurs alles, was du brauchst, um da durchzugehen. Ja? Und um dein Leben achtsam zu gestalten. So, schau dir einfach das Probekapitel an. Da wirst du einfach noch ein bisschen mehr erfahren. Du kannst das ausprobieren. Probiere es aus. Mach die Übung mit. Höre zu, schau zu und schau, ob es in Resonanz mit dir geht. Und wenn ja, freue ich mich total, wenn du mit dabei bist und weitermachst. Und wenn es nichts für dich ist oder jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ist das sehr gut. Und dann wünsche ich dir, dass du die Unterstützung bekommst, die du jetzt brauchst. Ja? Okay. Von ganzem Herzen alles Liebe und viel Freude. Bis später. Ciao.